Bereits in dem Augenblick, als uns Jack Hill anrief, dachte ich an Terroristen. Und nachdem klar war, dass sich in keinem Labor ein Unfall ereignet hatte, gab es für mich keinen Zweifel mehr. Auf die Stadt war ein Anschlag verübt worden. Verehrte Amerikanerinnen und Amerikaner, wir müssen annehmen, dass der Ausbruch der Pocken in New York einen Angriff auf unser Land darstellt. Die Regierung wird alles tun, um die Epidemie zu bekämpfen. Und wir werden nicht eher ruhen, bis wir die Verantwortlichen für dieses schändliche Verbrechen und ihre Helfershelfer gefunden und zur Rechenschaft gezogen haben. Gott schütze Amerika. God bless America. Natürlich denkt man zunächst an den Nahen Osten. Wir müssen davon ausgehen, dass mehrere arabische Terrororganisationen Zugang zu Biowaffen haben. Daher lag der Schluss nahe, dass der Anschlag eine weitere Eskalation im Krieg mit unseren bekannten Feinden war. Aber wenn man die Dinge objektiv betrachtet, darf man nicht vergessen, dass Fanatismus nicht nur in der islamischen Welt existiert. Denken wir an Japan, wo die Aum-Sekte 1995 einen Giftgasanschlag auf die Tokioter U-Bahn verübte, oder das Oklahoma-Attentat. Im Grunde konnten wir niemanden ausschließen. Drei Tage nach dem ersten Pockenfall gibt es immer noch keinen Hinweis auf die Täter und ihre Motive. Die Öffentlichkeit drängte auf eine Aufklärung des Falls. Alle wollten schnelle Antworten, doch bei der Untersuchung des Verbrechens sahen wir uns mit enormen Schwierigkeiten konfrontiert. Ich kann Ihnen zu diesem Zeitpunkt nur so viel sagen, dass umfangreiche Ermittlungen durchgeführt werden. Sobald erste Erkenntnisse vorliegen, werden wir diese mitteilen. Danke. Niemand hatte sich zu der Tat bekannt. Es gab keine Verdächtigen, keine Zeugen, keinen Tatort. Nur Opfer. Uns war nicht klar, wie die einzelnen Fälle zusammenhingen. Die Infizierten wohnten verstreut in der ganzen Stadt, übten verschiedene Berufe aus und waren unterschiedlich alt. Die normalen epidemiologischen Raster halfen uns nicht weiter. Deshalb mussten wir zurückverfolgen, wo sich unsere ersten Pockenpatienten in den beiden Wochen vor Ausbruch der Infektion, also während der Inkubationszeit, aufgehalten hatten. Das war keine leichte Aufgabe, denn schon ein gesunder Mensch vergisst schnell, was er vor einigen Tagen gemacht hat. Oder erinnern Sie sich daran, was Sie letzten Donnerstag zu Mittag gegessen haben? Das ist sehr schwierig, nicht wahr? Am vierten Tag nach Ausbruch der Epidemie stoßen die Ermittler auf eine erste Spur. Dem Seuchenkontrollzentrum ist es gelungen, den Pockenstamm zu identifizieren. Seine Bezeichnung lautet Indien 1. Das bewies, dass das Virus aus einem russischen Biowaffenlabor stammte und irgendwie in die Hände von Terroristen gelangt war. In den 60er Jahren gehörte die Sowjetunion zu den stärksten Befürwortern des Pockenbekämpfungsprogramms der WHO. Auf der ganzen Welt arbeiteten russische Ärzte mit an der Ausrottung der gefährlichen Erreger. Doch ohne dass sie davon wussten, versorgten sie geheime Militärprojekte in ihrer Heimat mit Pockenproben. Sie waren später die Voraussetzung für die Entwicklung eines besonders wirkungsvollen Biokampfstoffs. Wenn es keine Pocken mehr gibt, wird auch niemand mehr dagegen geimpft. Und ohne einen weltweiten Impfschutz lässt sich mit Pockenerregern die zweifellos effektivste Waffe zur Vernichtung von menschlichem Leben herstellen. In den 80er Jahren diente Dr. Ken Alibik als Oberst in der Roten Armee.
Als Vizedirektor der Tarnfirma Biopräparat gehörte er zu den Leitern des geheimen sowjetischen Biowaffenprogramms, bei dem spezielle Pockenviren verwendet wurden. Wir arbeiteten hauptsächlich mit einem Virenstamm, dessen Codename Indien 1 war. Es ist ein hoch ansteckender und äußerst widerstandsfähiger Erreger, der sich mit den damals vorhandenen technischen Möglichkeiten einfach produzieren ließ. Obwohl die sowjetische Regierung dies stets leugnete, stellten Russlands Biowaffenschmieden große Mengen tödlicher Kampfstoffe her. In den Labors wurden neben Pocken auch waffentaugliche Ebola, Tularemie und Milzbranderreger gezüchtet und in Spezialbehälter abgefüllt. Mit ihnen ließen sich Sprengköpfe von Raketen bestücken, die jedes Ziel im Westen erreichen konnten. Man nennt biologische Waffen auch Massenvernichtungsmittel. Das ist nicht ganz korrekt, denn sie besitzen keine Zerstörungskraft im eigentlichen Sinne. Im Gegensatz zu Sprengstoffen verschonen sie Gebäude und Infrastruktur. Sie infizieren und töten nur Menschen. Erst nachdem sich Dr. Ken Alibek 1992 in die USA abgesetzt hatte, erfuhr die Öffentlichkeit, in welcher Größenordnung Russland biologische Kampfstoffe produzierte. Der Umfang des geheimen Forschungs- und Entwicklungsprogramms war enorm. 60.000 Mitarbeiter zählte allein die Tarnfirma Biopräparat. Unter ihnen befanden sich eine große Zahl von Experten auf dem Gebiet der Medizin, der Virologie, der Mikrobiologie und der Biotechnik. Die wissenschaftliche Crème de la Crème arbeitete für das sowjetische Biowaffenprogramm. Schon vor Jahren kritisierten westliche Sicherheitsexperten die mangelnde Kontrolle der russischen Biowaffendepots, in denen rund 100 Tonnen Pockenviren eingelagert wurden. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden die finanziellen Mittel der Labors radikal gekürzt, die die Pockenerreger herstellten. Schätzungsweise ein Drittel bis die Hälfte aller Wissenschaftler wurden innerhalb kurzer Zeit entlassen. Da sie kein Geld hatten und ihre Familien ernähren mussten, waren sie froh über jeden Job. Man konnte sie für ein sehr geringes Gehalt als Berater anheuern. Und etliche Länder taten dies auch. Vermutlich geriet nicht nur ihr Wissen, sondern auch das Pockenvirus in falsche Hände. Meines Erachtens gibt es viele inoffizielle Virendepots. Sechs Tage nach Ausbruch der Epidemie liegt die Zahl der Pockenfälle in New York bei 62. Noch hoffen die Behörden, dass sich die Seuche eindämmen lässt. Doch lautlos breitet sie sich mit immer größerer Geschwindigkeit aus. In den überfüllten Krankenhäusern Neu-Delhis hat sich die Zahl der Erkrankten von 2 auf 18 erhöht. Am 18. April brechen in weiteren Großstädten der Welt die Pocken aus. In Neu-Delhi, Tokio, Karachi und Moskau. Länder, die bisher von der Seuche verschont geblieben sind, schließen ihre Grenzen. Reisende aus Großbritannien müssen sich einer 17-tägigen Quarantäne unterziehen. Ab morgen wird der Eurotunnel geschlossen und der Fährverkehr zwischen Großbritannien und Frankreich eingestellt. Auch in London scheitern alle Versuche, der Epidemie Herr zu werden. Wir impften über 4000 Personen, doch das Virus schlüpfte uns durchs Netz. Es ist eine Krankheit, die man kaum in den Griff bekommt. In nur 4 Tagen, vom 18. bis zum 21. April, erkranken in der britischen Hauptstadt 100 weitere Menschen an den Pocken. Die Zahl der Pockenfälle wuchs unaufhaltsam. Wir konnten nicht alle Personen rechtzeitig finden, die Mark Smith angesteckt hatte. Einer unserer Patienten hatte 5 Stunden nach ihm die Bahnhofstoilette benutzt. Eine Philippinin, die unter falschem Namen jobbte, infizierte sich, während sie in Smiths Hotel putzte.
Sie hatte keinen direkten Kontakt mit dem Geschäftsmann, da sie die Zimmer auf einer anderen Etage reinigte. Doch die Klimaanlage verteilte die Erreger im ganzen Gebäude. Das Virus sucht sich die Orte, wo es überleben kann, und findet seine Opfer. As the United Kingdom smallpox epidemic continues to escalate, hospitals throughout the country. Am 11. Tag werden auch in Glasgow, Manchester, Bristol und Birmingham Pockenfälle gemeldet. Die Seuche hat nun ganz Großbritannien erfasst. Personen mit Fieber, Krämpfen und Hautausschlägen sollten zu Hause bleiben. Rufen Sie die Hotline des staatlichen Gesundheitsdienstes an. Sie erhalten umgehend medizinische Hilfe. Chief Superintendent Clive McAdams wird zum Leiter des Londoner Krisenstabs ernannt. Zurzeit hält das Gesundheitsministerium Massenimpfungen für nicht notwendig. Dessen ungeachtet wird weitergeimpft. Auf Anordnung der Regierung werden von offizieller Seite keine Angaben über Impfstoffreserven gemacht. Einige Zeitungen behaupten, dass nicht genügend Impfserum zur Verfügung steht, um die Seuche zu bekämpfen. Unsere Reserven reichen aus, um die Epidemie unter Kontrolle zu bringen. Können Sie uns konkrete Zahlen nennen? Sicher werden Sie verstehen, dass ich Ihnen aus Gründen der nationalen Sicherheit diesbezüglich keine Angaben machen kann. Doch wie ich schon sagte, reichen unsere Vorräte aus. Uns standen rund 14 Millionen Dosen zur Verfügung. Die genaue Zahl kannten wir nicht. Aber auf jeden Fall hatten wir zu wenig Impfstoff. Nur ein Viertel der Bevölkerung hätten wir damit impfen können. Wäre diese Information an die Öffentlichkeit gelangt, wäre sofort eine Massenpanik ausgebrochen. Doch nun erhärtet sich der Verdacht, dass die Regierung etwas zu verheimlichen hat. Die Presse wurde sofort misstrauisch und nannte völlig unzutreffende Zahlen. Dabei hätten wir gerade in dieser Situation das Vertrauen der Bevölkerung gebraucht. Als diverse Blätter wahre Horrormeldungen verbreiteten, verloren wir die Kontrolle über die Situation. Obwohl es laut Gesundheitsministerium für Lkw-Fahrer kein erhöhtes Infektionsrisiko gibt,